Und heute geht es weiter mit dem Thema die Uhr, Teil 3. Ich habe wieder meine Uhr dabei. Und wir schauen uns mal an, Moment, ich gehe mal ein bisschen weiter und ich überlege mir mal, um wie viel Uhr stehe ich denn auf? Ich stehe um 6 Uhr auf. So, es ist 6 Uhr, ich stehe auf. Ich frühstücke, jetzt steht Joshua auf. Ich mache meine Videos für die Schule, ich mache noch mehr Videos, ich arbeite am Computer, jetzt koche ich und um 12 Uhr gibt es Mittagessen. Nach dem Mittagessen schaue ich ein bisschen Fernseher, dann arbeite ich wieder am Computer. Ich muss deine Hausaufgaben kontrollieren, um 4 Uhr trinke ich ein bisschen Kaffee. Um 5 Uhr höre ich dann auf mit Arbeiten. Um 6 Uhr, was mache ich um 6 Uhr? Da schaue ich wieder ein bisschen Fernseher. Dann kommen die Nachrichten um 8 Uhr. Um 8 Uhr, dann tue ich Abendessen. Und um 10 Uhr gehe ich schlafen. Und dann schlafe ich, ich schlafe. Ich schlafe, ich schlafe, ich schlafe, ich schlafe, ich schlafe, ich schlafe und um 6 Uhr stehe ich wieder auf. So, wenn du jetzt genau hingeschaut hast, hast du gesehen, der Stundenzeiger ist einmal rum und zweimal rum. Warum? Ein Tag hat nicht 12 Stunden. Wie viele Stunden hat ein Tag? Ein Tag hat 24 Stunden. Das heißt, an einem Tag geht der Stundenzeiger zweimal im Kreis. Was bedeutet das? Wir schauen uns das nochmal an. Es ist 6 Uhr, es ist 7 Uhr, es ist 8 Uhr, es ist 9 Uhr, es ist 10 Uhr, es ist 11 Uhr, es ist 12 Uhr und jetzt hat es hier zwei Möglichkeiten. Entweder es ist 1 Uhr, das ist mitten in der Nacht, da schlafe ich noch. Oder es ist 13 Uhr. Weil nach der 12 kommt die 13. Moment, wir machen das nochmal ganz langsam, ja? Damit es auch klar ist. Ich gehe nochmal zurück auf die 12. So. So, es ist 12 Uhr. 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr, 13 Uhr, 14 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr, 24 Uhr. Das heißt, ich kann eine Uhrzeit so lesen oder so. Zum Beispiel, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ich habe jetzt hier das Beispiel. Wie viel Uhr ist das?
Erinnere dich dran, für die Uhr musst du den kleinen, dicken Zeiger anschauen, weil der Minutenzeiger ist immer auf der 12. Richtig, es ist 2 Uhr. Oder denk dran, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oder es ist 14 Uhr. Das hier ist 2 Uhr oder 14 Uhr. Wir probieren das nochmal. Ich mache mal eine andere Uhr rein, eine andere Uhrzeit. Ja, so. Wie viel? Ich will es exakt, da muss auch exakt auf der 12 sein. Wie viel Uhr ist es hier? Schau wieder auf den kleinen, dicken Stundenzeiger, weil der Minutenzeiger ist immer auf der 12. Es ist 5 Uhr. Oder, da musst du dann zählen. Du hast hier 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oder es ist 17 Uhr. Ich mache nochmal ein Beispiel. Nochmal weg. Jetzt mache ich ein schwieriges. Das war mein Becher, Entschuldigung. Noch von Mathematik. Und machen wir jetzt mal so. Wie viel Uhr ist es hier? Wir schauen wieder den Stundenzeiger an. Es ist 10 Uhr. Oder ich muss jetzt wieder zählen. Bitte durch 19, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Es ist 22 Uhr. Ups. 22 Uhr. Es ist hier entweder 10 Uhr oder 22 Uhr. Und zu diesen Zeiten gibt es auch wieder einen Pin im Anton. Du machst bitte den kompletten Pin nochmal. Du machst nochmal Taschenuhr, Sanduhr, Armbanduhr. Du machst nochmal die vollen Stunden von Teil 2. Und du machst dann heute noch den Teil, bei dem du immer beide Uhrzeiten. Es ist 10 Uhr oder 22 Uhr. Es ist 7 Uhr oder 19 Uhr. Ja? Da musst du an deiner Uhr, du hast ja gestern eine Uhr gemalt. Wo ist meine gemalte Uhr? Ah, hier ist er. Du kannst deine Uhr hier nehmen und dann kannst du immer zählen. Ja, du kannst es hier an der Uhr machen oder du kannst es mit einer richtigen Uhr machen, wie du möchtest. Hausaufgabe von heute ist, arbeite nochmal im Anton.